show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show. Keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hot like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I've never changed myself, I've always stayed the same, no doubt. I've always played the game, all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Steady gunning to my thing. I don't look the other way. I stare that motherfucker straight. Don't care what they say. Nah, everyone's the same. Don't get caught up in their games. Just pick a lane and do your thing. I don't just wanna be great. I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed. Pulling through best. Open my chest for the haters' request. I'll be okay. I pick my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play. And I'm gonna wing it the fuck out my way. Never changed myself, I've always stayed the same, no doubt. I've always played the game, all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback.
Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting it. With a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your bowl. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holds it, shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking up. So let me break, break, break it all down for you. Taking that crown from you. I ain't worried about ya. I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya. I ain't gonna make friends. Yeah. I ain't never slowing down. Keep on going till I'm down. Nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. Yeah. I ain't never slowing down. Keep on going till I'm down. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, cause their mind's been infected, and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression. So einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Card Alle Wittlich. Möchte euch begrüßen im Chat. Robbefox ist da, Copy ist da, dann Kate of Blade ist da, Dexpex habe ich gesehen. Kylie ist da. Einen schönen guten Abend. Und jetzt haben wir eine Premiere, liebe Zuschauer. Katale Wittlich hat auch. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Trailer der Saison der Katale Wittlich. Auf geht's! Somit und damit herzlich willkommen zur Karte Wittlich. Auch der Dönnistar-Pflücker einen wunderschönen guten Abend. Heute seht ihr, sind wir in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Wir fahren aber die kurze Variante in der Gruppe mit den Gruppe 4 Bulliden. Ja? Also, wir fahren gleich heiße Runde. Dann haben wir die Startaufstellung. Dann auf um die Ohren hauen. Den Chat habe ich schon reingeschrieben, also wer sich interessiert für die Karthalle für die Karthalle Wittlich darf natürlich aufgeben. Ja,
Herr Dante, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe Haare auf dem Kopf. Ja, das stimmt. Habe ich öfters. Ja, ich habe jetzt nur heute wieder mal die großen Kopfhörer drauf, sonst habe ich ja immer die kleinen. Mütze habe ich mittlerweile selten auf. Beziehungsweise dann, wenn die Haare lang genug sind, dann kommt mal die Käppi. In diesem Sinne würde ich euch mal sagen, ich zeige euch mal die Tabelle. Und die schaut so aus, da wir heute ja Split 3 sind. Ja, in der Woche immer Wechsel. Eine Woche mache ich Split 4, eine Woche Split 3 im Detonator. Dem wünsche ich natürlich noch gute Besserung. Dirk, den hat es einfach mal zerlegt. Ne? Einfach mal eine Fetzenerkältung. Hat er sich eingefangen und dementsprechend streamen. Wir fangen von unten nach oben an in der Tabelle. Da haben wir den Heinz mit 72 Punkten. Auf der 41 den Watt mit 76. Und davor haben wir den Leon mit 83 Punkten. Auf dem Platz 39, 90 Punkte der Drache. Auf der 38. Position der Kollege Firebeast, 93 Punkte. Auf der Position 37, Borussia, 94 Punkte. Mal schauen, welche Borussia das sein sollte. Ab jetzt die aus Gladbach oder die Dortmunder, weil die Dortmunder sind ja als Tabellenführer. Mal gucken, was nach der Länderspiel. Dann haben wir unseren KZ auf der 36, 94 Punkte, genauso wie der Sama mit 94 Punkten, auch der Tyron Punkte. Die Nummer 33 ist Newman, 96 Punkte. Dann haben wir Beckhoven, 98 Punkte auf der 32. Nummer 31, Robbe Fox, auch schon im Chat gelesen, 105 Punkte. Auf der 30 haben wir Stormfront, 110 Punkte, genau. Dündi auf der Position. Wenn das Telefon angeht, funktioniert es. So, hey Bolette, einen wunderschönen guten Abend, auch wenn es der Vater ist. Muss ich rückschreiben. Aber so ist es halt. That's life, ne? So, liebe Freunde, dann gehen wir jetzt mal auf die Sache. So. Wir haben natürlich eine Outlap. Und da fahren die ersten raus. Grüß dich, Jaggi. Ich hoffe, dir geht's gut. Gehen wir doch mit den ersten Mal mit. Gruppe 4 unsere Fahrzeuge aus. Dann schauen wir, Bobby Fox fährt hier den Mustang. Dann haben wir Man. New Man. In der Nissan Silvia. Neo Tyro heute mit dem Mitsubishi unterwegs. Unser Beckhoven mit der Corvette. Da unten kommt angefahren. Das ist quasi für die Gruppe. Ich hoffe, es geht soweit allen gut im Chat. Hab den Montag gut überstanden. Positiver Montag ist, dass abends gerade heute wirklich ist. Ja? Also kann man sich zumindest drauf freuen. Wasser gibt schon mal einen Knoppers aus. Ich denke mal, das wird dann für den lieben Gatten sein. Jetzt beginnen quasi schon die Runden. Jetzt bin ich gespannt, wer sich da wirklich an die Spitze setzen kann. Welcher Bolide heute in der Gruppe 4 die Nase vorne hat. Hey, hilft mir im Hintergrund ein bisschen. Alles klar. Wir fahren Gran Turismo und hinten hat er Need for Speed drauf. Na, ist aber ein wenig ecklastig der gute Wagen. Und dann schauen wir mal, was Robby Fox hier für eine Zeit bringt. Und wir haben die 53.105. Glück in New Man. 54.256. Da kommt hier Kollege Neo Tyro. Hier 54.406. Und unser Beckhoven hat sich hier auf die 2 gefahren. 53.221.
fahren jetzt alle wieder schön gemütlich in die Box rein. Und dann kommt die nächste Gruppe. Dass da gar nicht gestört wird. Mal. Nächste Gruppe ist. Wir haben alle von Casey rausgeschickt. Und der Beck ist auch drin. So, Summer, Brusse. Also war zu schnell. Muss man gleich nochmal gucken. Jo, River Bolo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Also, hier. Der Brusse im Porsche. Das Firebeast. Ja, auch. Im Mitsubishi Evo Lancer, der Summer mit der Viper und der Kollege Drache mit dem BMW. Wieder die Vierergruppe. Gucken wir mal, ob sich die Viper gegen die deutschen Fabrikate durchsetzen kann. Das ist hier die Frage. Ja, die Strecke ist leicht rutschig. Ihr merkt bei den Fahrern schon, die kommen teilweise unquer aus der Kurve raus. Und jetzt gehen wir einfach mal mit auf die kurze Variante. Anbremsverhalten, wie es auch bei der langen Variante ist, genau das gleiche. Es geht nur etwas schneller um die Ecke. Und da sehen wir schon die Begrenzung. Da geht es erstmal leicht weg. Wir starten heute mit Benzinverbrauch 4. Windschatten ist natürlich realistisch. Dann haben wir 55 Liter Startbenzin haben wir drin. Und müssen die Reifen 9 Runden Minimum drauf haben. Ah, sieht er schon, wie der zieht, wie der weggeht. Ja. Und das war quasi eine Runde auf dem Red Bull Ring bei schönstem Wetter. Zeit 53,164, damit Platz 2 für den Augenblick für den Brusen. Der Kollege Firebeast 53,150 hat jetzt den Brusen abgelöst, jetzt auf der 2. Kollege Sammer 53,713, Platz 6 im Augenblick. Und der Drache setzt sich im Augenblick an die Spitze 52,790 mit dem BMW. Also 52er Zeiten gehen auf jeden Fall im Split, haben wir gesehen. Ja, dazu 53,01, also da ist er schon. Kollegen gehen gleich auf die Strecke. Haben wir irre Mythos. Haben wir drauf mit dem McLaren. Unser Heinz mit der Supra. Kollege Watt im Lexus und der Leon im Porsche. Das sind die nächsten Kandidaten. Der Drache führt vor Robbie Fox und dem Firebeast. Ja, versucht der Schanz ein bisschen den Sprit rauszubringen. Gehen wir hier mal mit dem Mythos 1 auf die Strecke. Dieses Fahrzeug gegenüber den anderen am meisten hat dieses Abblasen des Blow-Offs-Ventil. Ja. Oder am meisten. Oh,
Schauen wir gleich mal. Ah, Fahrzeug nicht ganz so ruhig auf der Strecke, aber wir sehen mal die Zeit. 53,463, damit im Augenblick Platz Nummer 6. So, der Heinz ist der nächste. 53,726, 8. Platz für den Heinz. Der Watt 53,857, Platz 10. Dann müssen wir ein bisschen vor in die Tabelle. Der Leon im Augenblick, 5. Platz, 53,211. Jetzt der letzte im Bunde und er hat die volle Aufmerksamkeit quasi. Der Kollege, Camille. Calimero, so was. Mit seiner Corvette. So, alle dürfen noch mal ihre Reifen jetzt gleich wechseln. Wie sie es wollen. Immer noch führender im Augenblick der Drache. 52,790, das ist die Richtzeit für Calimero. Das muss er schlagen, um sich in die erste Reihe vor Kollegen Drachen zu schieben. Oh. Beste Quer, siehst du mehr? Meistens nicht unbedingt ideal auf der Einführungsrunde, weil du musst dir die Geschwindigkeit mitnehmen. Auch in der Hotlap ist es auch nicht unbedingt ideal, aber vielleicht kann er es noch kitten. Ja. Oh. Ich schon. Also aufs Heck. Lauf. Ihr merkt, ich das Reifengequietsche, das Fahrzeug will das nicht. Das Fahrzeug möchte eigentlich geradeaus fahren. Ihr drückt es aber quasi in die Richtung. Deswegen kommt auch das Reifengeräusch so zustande. Dann gucken wir mal auf seine Zeit. Na, kleiner Hecktänzer noch. Kurz hat auch noch mal Zeit. Aber wir bleiben stehen bei einer Zeit von 53,389. Und damit haben wir Platz 7. Und wo ist Kollege Casey? So, der letzte im Bunde, Casey. Der Gladbacher-Fan, Casey. Da waren die Fans auch nicht von Gott so begeistert. Und Casey setzt die Zeit von 52,863. Und damit haben wir einen neuen Zweiten. Das heißt, der Drache fährt von der Pole, Kollege Casey auf der 2, Robifox auf die 3. Sehen wir aber gleich Reifenwechselfenster. Dann nur 2. Oh. Ist sie mit dem Audi TT. Oh, klingt brummig. Acht auf jeden Fall keinen schlechten Eingang. Jo, das sollte man nicht tun. Vorbildlich, Herr Casey. Bleiben Sie halt stecken. Sauber, da, Dirk sagt der Sauberdrache. Ja, Pole Position. Kann man mal so machen, würde ich sagen. Mit 4 Pole, genauso wie. Die 4 Pole war gleich schnell wie. 52,790 kann man mal so machen, muss man sagen. Das schafft man auch nicht so oft, dass man in zwei verschiedenen Splits zwei gleiche Pole-Zeiten hat. Das habe ich bis jetzt auch nie. Lasst ihr mal, es haben ein paar Leute schon geschafft, die gleiche Zeit nochmal zu setzen, aber in zwei verschiedenen Lobbys. Start 20 Uhr. In guten 2 Minuten, liebe Freunde, haben wir den Start. Hier bei der Karte Wittlich. Manufacturer Series. Bahn Gruppe 3 und Gruppe 4 abwechselnd. Diesmal ist es halt Gruppe 4. 60 Minuten. Fahren wir 60 Minuten auf kurz. Ne? Also werden wir ein paar Ründchen mehr auf der Uhr haben wie an der Zeit.
aber wirklich, wer sich am heutigen Abend durchsetzt. Was glaubt ihr, lieber Chat? Wer könnte sich heute Abend durchsetzen in Split 3? Wer sind die Top 3 für euch? Könnt ihr mal gern in den Chat schreiben. Würde mich interessieren, was eure Meinung ist. Kann der Dirk die sich vorne halten? Wird KC am Ende oben stehen? 60-64, ja, das glaube ich auch. Ja, sowas, dass es auf jeden Fall so zusammenkommt. Vielleicht kommt auch Lebon nach vorne oder gibt es einen ganz anderen überraschenden Kandidaten, ne? Weil er einfach die beste Strategie heute hat. Wie gesagt, 9 Runden müssen sie die Reifentypen drauflassen. Und da kommt es natürlich wieder auf den Reifenverschleiß. Wie sehr kann ich mein Fahrzeug beherrschen oder wie weit kann ich es so weit vom Sprit her schubsen, dass es sehr, sehr weit kommt. Ne? Und Dexpex schreibt Casey, Robbe und Firebeast. Okay? Denkt jemand dagegen? Meint jemand, dass es ein anderes Endresultat wird vom Chat aus? Asa, was meinst du? Entscheiden wird, ob Regen es gibt oder nicht. Ich glaube, diese Frage könnte damit jetzt schon beantwortet sein. So, Bremse, liebe Freunde. Sie, Robbe, Dache. Und stehender Start hier. Jetzt geht's los. Alle kommen relativ gut weg. Also, wir haben keinen Startbug. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt geht's in die erste Kurve nach rechts. Vorsicht, Leute. Ja, 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 ja. Ich hab's doch gewusst. Fahrt doch langsam. Und da hinten schauen die Wolken schon schwarz aus. Ich glaube, das wird hier den nächsten paar Minuten regnen. Wir gehen mal die Autos kurz mal durch, ob es Schäden gab. Also beim Drache nix. Robby Fox, nein. Firebeast, nein. Borussia, nein. AC aber nein. Leon, kein Schaden. Medium-Reifen bei Bechhofen, okay. Sama, kein Schaden. Auch keine Schaden bei Calimero. Dann Newman, kein Schaden. Heinz, keinen Schaden. Der Mythos hat auch keinen Schaden, aber Mediums drauf. Ah, hier haben wir schon den ersten Schaden. Hinten rechts, Kollege Neo Tyro. Und hier der Kollege Watt. Aber wir haben ja leichten Schaden. Sehen wir hier. Schaden ist weg. Also kann am Anfang was gegeben haben, wenn die beiden schon so zurückziehen, dass wir dann einen Schaden hatten. So, liebe Freunde, wir gehen mal in das Fahrzeug vom Drachen und drehen uns einfach mal um. Der hat auf jeden Fall Abstand, 1,6 Sekunden, ne? Und hier kommt jetzt dann die Meute mit Robby Fox, mit Beast, KC und der Rose. Der Himmel schaut auf jeden Fall jetzt nicht ganz so grün aus. Ja. Ich glaube, beim Wettergott ist das Fax noch nicht angekommen, dass es hier Sonne satt geben soll. Jetzt haben wir hier jetzt liebe Robby Fox, Firebeast, versucht sich an, du Bremsner. Aber nein, da schafft er nicht. Oh, geht weit raus, der Kollege Robby Fox. Mal weiter hinter. Kurze Strecke, da musst du natürlich auch dann die Linie überbremsen. Ihr seht, die Umrandung des linken vorderen Reifens. Da hat er sich definitiv verbremst. Ah, jetzt kommt er. Jetzt können es die Chance gleich geben. Anbremsphase. Jetzt muss er natürlich nach rechts rüberziehen. Anbremsphase, dass er ihn eventuell knacken kann. Macht er aber nicht. Er versucht mehr Schwung mitzunehmen. Hinten drückt natürlich auch die anderen Jungs. Oh, da ist er nicht gut rausgekommen. Jetzt muss er die Chance auf jeden Fall nutzen, dass er hier gleich auf der Start- und Zielgeraden vorbeizieht. Weil von hinten kommt der Casey und dahinter ist der Brusse. Also ein Fehler von den zwei da vorne und dann schlüpfen die anderen natürlich durch. Das kann man mal so machen. Man kann ja einfach mal so. Genau so. Hallo? Da? Jetzt du nicht vor. Komm, wir schmeißen Würfel. Jetzt soll er innen drehen. Probiert. Hier der Brusse am Casey vorbei. Schafft er aber nicht, weil die Gruppe jetzt nach links umgeht.
aber das ist hier jetzt schon richtig eng, was hier zur Sache geht. Wir haben erst 4 Runden, liebe Freunde, und wir haben erst 3 Minuten. Also, ich glaube auch, dass es sich entscheidet mit dem Regen. So, auf der 6 haben wir den Leon. Der hat schon die Scheiben beschaltet, gibt natürlich auch 5 PS mehr. Dementsprechend, und wenn wir das schon haben, dann machen wir gleich mal die Speisekarte. So, Speisekarte. Es soll ja keiner verhungern und verdursten. Und wir haben den schnellsten im Augenblick mit dem Leon. Dann haben wir jetzt den Kollegen Beckhoven. Auf der 7 oder Beck. Beckhoven. Ich nenne jetzt einfach Beck. Geht einfach schneller. So, go Banzai. Ja. Dann haben wir auch Zeitstrafe hier für den Calimero. Da ist er, Zeitstrafe. Halbe Sekunde, bis du abbremst, wieder Gas gibst, bis du ungefähr bei 1,5. Wasser nimmt sich erstmal ein Käffchen. Ja, da kann man auch gutes Knoppers reintunken. Schmeckt auch ganz gut. Dann haben wir Newman auf der 9. Auf der 10 haben wir Eremitus. Auf der 11 haben wir Kollegen Sama und dahinter haben wir den Hans. Ah, leicht angeschubst. Er nimmt sich erstmal einen Kuchen. Ah, hier haben wir Turbo Power gegen Hubraum Monster. So, Sonne kommt wieder raus. Lass die Sonne in dein Herz. Schönes Design, gefällt mir richtig gut. Von Mainz. Habe ich von Mainz bis jetzt auch noch nicht gesehen. Schönes Fahrzeug. Dann haben wir auf der 13 im Augenblick den Kollegen Watt. Genau, Kaffee habe ich schon da. Sehr gut, Kate. Aber hoffentlich kannst du heute Nacht schlafen. Bienenstich. Und Neo Tyro im Augenblick auf der Position 14. Vielen, vielen Dank, Vasa, für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Letzte Runde haben wir im Augenblick beim Kollegen KC 52190. So, Drache muss sputen. Dann haben wir Robby Fox jetzt immer noch auf der 2, auf der 3 Mass Beast, auf der 4 weiterhin KC und 5 weiterhin der. Ne, halt 5 ist Leon, weil der Borussia zurückgefallen ist. Und dann sehen wir hier den Kollegen Calimero, der jetzt dran ist am Weg. Hallöchen Sophia, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hast dich schön vorbereitet auf das Rennen heute. Boah. Auto kurz versetzt. Die beiden Hubraum-Monster aus den USA, die zwei Corvette. Eine Corvette, zwei Corvette. Wie sagt man? Doch. Corvette. Wir haben zwei Corvette stehen. Aber Strecke ist halt extrem kurz. Du kriegst nicht wirklich Geschwindigkeit drauf, außer auf der langen Geraden. Keine Strafe zu sammeln ist viel wichtiger. Ja, das würde ich dir auch anraten. Habe ich dir das letzte Mal schon gesagt. Ja, aber wir haben ja schon besprochen gehabt, wer am Limit fährt, holt sich natürlich ab und zu mal eine Strafe ein. Kriegt aber nichts, wenn du schnell sein willst. Sauberes Fahren, Madame. Ich habe wieder ein Wochenende, wie ich gehört habe, war erfolgreich. Ja? Wenn man sagen darf, wo du warst, also ich weiß es ja, hat mir ja der gute Niklas erzählt. Da ging es ja jetzt auch wieder los am Wochenende. Newman auf der 9, 2,7 Sekunden hinter den Jungs. Hier das Duell Eremitus. 13 Sekunden dahinter und ganz dick dahinter hat jetzt der Kollege Heinz. Und der Watt den Samen überholt. 53,854. Und die gehen jetzt quasi jetzt. In 8 Minuten, außer dass nichts aus manchmal nervt. War ist wie immer gut, ja. Ist nicht so, ist er lieber nicht der Kerl. Kannst du sowas nicht sagen?
Fehler vom Mythos. Pyramidus mit dem Fehler der Verbremser. Ah, schau mal an. Zack. Denkt sich der Thomas. Ha. Wenn ihr zwei miteinander spielen wollt, dann fahre ich einfach mal durch. Sehr gut. Darf ich sagen, weil er mein bester Freund ist. Nein. Und Wasser schmeißt dem Männchen noch einen Knoppers zu. Jetzt auf der 10, gib Gas, Thomas. Als Belohnung kriegst du ein drittes Knoppers. Hört sich doch, finde ich, nach einem fairen Deal an. Vorne. Ah, Drache kriegt immer mehr. Naja, sauber. War das jetzt... Den ihm rum, nicht? Er hat die Chance genutzt und ist innen drin vorbei. Gehört dazu. Ein bisschen Lackaustausch. Also wenn ich kein Lackaustausch mehr teilweise haben darf, und das war jetzt nicht wirklich grob fahrlässig, kann ich auch halber spielen. Da gibt es nämlich auch keinen Lackaustausch. Oh, der BMW-Drache ganz schön unter Druck vom Pony. Pony ist recht gut unterwegs in seinem Galopp. 0,3 Sekunden, aber er muss aufpassen, weil das Firebeast ist im Hintergrund und will auch die Chance natürlich nutzen. War zumindest schönes Wetter. Aktuell hier haben wir Kohle. Das ist richtig. Wir hatten aber gerade schon etwas Wolken am Himmel. Ja, und jetzt der Angriff. Oder doch nicht? Ja, der Angriff wäre bestimmt gekommen, wenn wir die richtige normale Länge gehabt hätten. Aber Kurve geht dann nach rechts. Da musst du natürlich schauen. So. Ist es so. Aber das Gute dran ist, der Kollege Firebeast ist mit dabei. Aber der Robin Fox schaut schon. Nicht? Nicht? Ich hatte beim Training bis jetzt immer Regen. Vielleicht hast du es dann auch im Rennen, wäre natürlich noch vorne. Und jetzt kommt die Attacke vom Firebeast, liebe Freunde. Kurz vor Ende versucht das hier auf der Bremse. Kommt er? Nein. Nochmal zurückgesteckt. Und das ist das Gefährliche gerade, was hier das Problem ist. Oh, da kommt er nicht gut raus, der Kollege Drache. Was ist das denn hier für ein Dreikampf im Augenblick? Da versucht der eine vorzugehen. Jetzt hat er die Chance. Der Drache innen drin ist noch dabei. Und jetzt versucht hier sogar der Fire Guru sich mit einzumischen. Jetzt mischt sich auch ein. Der Drache hat im Augenblick. Hat im Augenblick jetzt die Chance, sich von 2 auf 3 zu schieben. Ich glaube, jetzt kann aber auch der Robin Fox fortfahren. Wegfahren sozusagen. Muss da ganz schön ausweichen. Wie wir sehen, aber auch hier die Reifen vom Mitsubishi brauchen nicht so viel wie beim Kollegen Drache. Oh, schaut auch schon aus. Aber auch sprittechnisch muss der Robin Fox die nächste rein. Da kann auf jeden Fall der Drache noch eine fahren. Und auch der Kollege Firebeast. Jetzt macht er die Tür zu. Ah, der schon ein bisschen. Ah, ne, Lackaustausch. Jetzt hat er aber den Vorteil. Hat der Fire. Das Firebeast. Nein, der Konter kommt schon wieder vom Kollegen Drache. Also saustarkes Racing hier. Liebe Freunde, es wird sehr, sehr viel auf der Bremse stehen. So, jetzt, oder? Was ist jetzt los? Was kann ich? Ich muss dir noch beichten, dass ich am. Und wie? Das sagst du mir jetzt, Herr Lach. Das trifft mich jetzt in meinem armen Herzen. Schade. Aber wenn es leider nicht geht. Und Zeitstrafe für den Leon. AC ist 3. Da ist ein Überrundeter. Ein böses Real Life. Bin ich nicht okay, dieses böse Real Life. Hat sich bei mir noch nicht vorgestellt. Ja?
So, Beck haben wir auf der 5. Newman auf der 6. Auf der 7 haben wir den Brusnetz. Watt auf der 8. 9 in Heinz. Sama auf der 10. Kollege Neo auf der 11. Bobby Fox Weiner Box hat jetzt die Medium-Reifen drauf. Calimero hat auch schon die Box besucht. Kriegt jetzt die blaue Flagge. Geschwenkt, weil das Firebeast vorbei will. Junge, Junge. Naja, ich bin ja 3 Tage älter als du. Oder wie du. Da ist ja schon ein bisschen anders, ne? Wenn ich das nicht kenne. Doch, doch. Ja, dein Real Life kenne ich nicht. Das stimmt. Da war schon mal in der Box. Ich glaube, der hat vergessen zu tanken, der Mythos. Und jetzt muss er gleich nochmal rein. Freunde? Ja, wir Streamer haben sowas wie Freizeit nicht. Augenblick auf der 1, Kollege Firebeast. Da hat aber Glück gehabt, dass er nicht abgeschossen wurde. Dann auf der 2 haben wir den Drachen. Auf der 3, Kollege. Ja. Unser Beck auf der 4, Main haben wir auf der 5, KC in der Box. Genauso wie der Brusse. Thomas jetzt noch draußen. Auf der Nummer 6. Letzter im Feld war immer noch mit einer Zeit von 52.190 der Kollege KC. So, Drache kann noch fahren, wie gesagt, Viertelstunde haben wir. Und Sophie braucht erstmal ein Käffchen, um sich auf Temperatur gleich zu bringen. Leon, 6,2 Sekunden und eine Sekunde Strafe. Da hat er zu viel gekartet, der Kollege Leon. Denn seine Scheibenwischer, ne, die müssen ja ein Orchester spielen. Ne? Die ganze Zeit, ey, dass da die Scheibe neu rausgefallen ist vor lauter Tönen. Ist noch eine andere Geschichte. Jetzt geht der Kollege Drache rein. So, Kollege. Ja. Ja, das stimmt. Das dauert wahrscheinlich am längsten von allen, die Scheibenwischer zu wechseln. So, Beck auch mit Zeitstrafe auf der 3. Also hier. Drache ist auch drin. Leon ist drin. Newman ist drin. Jetzt haben wir hier Sama fährt auch noch rein mit seiner Viper. Der Tyron haben wir noch drin. Und der Kollege Firebeast im Augenblick an der Spitze. Bundi, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut, an der Frau dir. Und der Drache kommt nach vor ihm raus. Da muss aber die Geschwindigkeit aufgezogen werden. Aber beide mit den Mediums drauf, das langt auf jeden Fall. Also, dann haben wir jetzt einen neuen Tabellenstand. Der Drache auf der 1, das Firebeast auf der 2, Robbe Fox haben wir auf der 3. Also, bei jedem Tankvorgang würde ich das auch schaffen, Scheibenwischer zu wechseln. Naja. Hochklappen, rausziehen, reinstecken, fertig. Aber sobald du das Wischwasser nachfüllen musst, hört schon auf, ne? Ja. Oh. Was hat er denn, Frau Kitz? Sag ihr mal schöne Grüße von mir. Wenn man es sagen darf, natürlich. 2,4 Sekunden vom Robbe Fox zum Kollegen Drache. Jetzt wird das hier schon enger. 0,7 Sekunden. Wir gehen gleich nochmal durch. Runde 22 gehe ich mit euch nochmal die ganzen Fahrer durch, auf welchem Platz im Augenblick stehen. Einmal hinten drauf. Dankeschön, vielen, vielen Dank.
müssen ja irgendwann wieder mal ein Drinchen spielen, die Sassi. Häpplein, den wunderschönen. Guten Abend, schön, dass du reinschaust. Split 3 heute, der Kater Wittlich. Danach geht's heute Abend zum NTR Racing. Jetzt ist er vorbei. Halt, wo wollte ich noch hin? Wo will ich hin? Zum Firebeast. Wo wollte ich hin? Jo. NTR Racing nach mir. Weil ich ja 3 mache, dann wechsle ich zu 1 und 2 und 4. Ende. Hab der Dirk und ich das eigentlich so ausgemacht. Es war leicht feucht am Start, so wie jetzt. Aber geregnet hat es bis jetzt noch nicht. Könnte aber bei möglich sein, weil die Wolken ziehen sich schon wieder zu. Aber die waren so ziemlich erstmal alle in der Box drin. Runde 22. Das Beschleunigungsduell. Jetzt setzt sich schon nebeneinander. Schafft er es, der Kollege Drache. Drache ist wieder vorne. Bremszone, beide, bleibt da vorne, lässt sie sich das nicht nehmen, nein, er lässt sich nehmen und wir haben wieder den Tausch. Speedy Bremper, einen wunderschönen guten Abend. Also, Drache haben wir auf der 1, den Fire, das Fire Beast auf der 2, Robbefox hier auf der 3, dann haben wir Newman auf der 4. Beck haben wir auf der 5, dahinter haben wir den Kollegen Leon, dann gibt es hier... Ein Auto, was zurückgesetzt wurde, so wie es ausschaut. Beck, wie gesagt, auf der 5. Leon auf der Nummer 6. Den Kollegen Calimero auf der 7. Die 8 haben wir den Borussen. Auf der 9 haben wir KC. Die 10 haben wir den Watt. Auf der 11 den Heinz. Auf der 12 Sama. Auf der 13 unseren Yrimythos. Und auf der 14 unseren Neo. Und streiten sich zwei, freut sich am Ende vielleicht der Robbefuchs. Vorhin hat man es ja auch schon, dass die drei sich um die Plätze gestritten haben. Aber ich finde es gut. Nur mehr Spannung, Spiel, ja, Schokolade, Zettel unbedingt. Aber sehr, sehr geiles Racing. Also nimmt sich noch einen Pott Kaffee. Der schaut schon mal. Also, der gute Dirk hat es da vorne nicht einfach. Regnet schon? Ist schon die Scheibe nass? Nee. Aber das Wetter schaut aus wie in der Eifel. Heute so, morgen so oder beziehungsweise du hast in der Töttinghöhe aus Zonenwetter, dann bist du auf der Stadt ein Ziel geraten, hast wieder schönes Wetter. Also, da weißt du auch nicht, was ist. Ist aber auch penetrant, oder? Firebeast. Da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Da habe ich eine Strafe. Und da, liebe Freunde, Hallöchen! Der Regentanz hat auf jeden Fall geweckt. Nur in der falschen Lobby. Ja, vielleicht muss ich es nochmal aufführen. Aber lasst euch eins gesagt sein, liebe Freunde. Wenn es wieder mal bei euch zu Hause, so wie hier, aus Eimern schüttet, ganz ehrlich, Regen ist flüssiger Sonnenschein. Und wenn du das dir zugute machst und das draus ist positiv, ist der Regen gar nicht mehr so schlimm. Regen, richtig. Ja, da gehen sie rein. Die Wasserschlacht von... Spielberg hat begonnen. In den Medians geht im Augenblick auf der Linken, sehen wir ja die Wasseranzeige. Und da haben wir schon einen Unfall. Ah, und der 1 kommt nicht so wirklich in die Box rein. Auch Zeitstrafe hier für den Sama. Zeitstrafe führen. Kollegen Neu und Her. Der hat sich gleich mal ganz verfahren. Oh. Schätzelein, du musst in die andere Richtung fahren. Ja, genau. Da kommt schon der nächste. Oh, 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 langsam, langsam. Alter, Falter.
Jungs, ihr müsst die Richtung müsst ihr fahren, die Richtung, hier rum, rum geht's, da geht's lang. Hi, grüß dich. Ausgezeichnet. Jo, Jürgen, ich grüße dich, auch der liege Kollege Skywinger. Ja, bremsen, bremsen. Ja, hast du gut gemacht. Ja, genau, wir sehen's auch hier. Liebe Freunde, Wasserballspiele von Spielberg sind eröffnet. Ja, ist nicht quer. Siehst du in dem Fall nicht wirklich mehr. Langsam fahren, Traktionskontrolle einschalten. Dann kann man mal Gas geben. Ist zwar eklig, aber könnte helfen. In den Medians haben wir schon drauf beim Kollegen Newman, da ist es richtig erwischt. Oh, der Brusse hat noch die Mediums drauf und da sehen wir ihn. Ah, rechts wie links, links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß, das bringt Glück. Ah, es ist in der Mediumszeit, also die, egal ob hart, weich, mittel, ist völlig egal. Na, die schönsten Driftszenen bekommst du heute hier zu sehen. Beste Zeit immer noch vom KC und das wird auch im Augenblick nicht schneller werden. Oh. Ja, da ist er ja, der verlorene Sohn. Einen wunderschönen guten Abend, Marcel. Vielen, vielen Dank, Björn. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Marcel, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt endlich alle Hausarbeiten erledigt. Oh, nächster Ausritt. Calimero, das spinnt aus. Hat sich so angehört, als würde er hinhauchen. Hat er ein Problem? Also, er fährt nicht. Hm. Aussätziger 80 Bits X10. Ja. Hä? Ich glaube, die Lobby ist gecrashed. Ich raste aus. Mein Strom ist weg. Ja, liebe Freunde. Der Host hat einen Stream-Ausfall. In dem Fall. Es hat alles wunderbar geklappt. Ich habe nicht einmal geschaut. Hat sich jemand mal die Runde gemerkt? Ich habe selber nicht drauf geschaut. Wir waren über Runde 22 rüber. Lobby kommt neu. KC, wie machen wir es denn? 27, danke Jürgen. 27. Runde machen wir jetzt quasi eine halbe Stunde, weil wir sind ja kurz vor einer halben Stunde. Das war ein gutes Rennen, war es auch. Es hat alles bis jetzt geklappt, der Start war gut, die Lobby hat gehalten. Nur beim KC hat leider das Licht aus. Ja, also, Alles kein Problem. Halbe Stunde, Rest, genau. Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Ja. Halbe Stunde Rest. Mit der jetzigen Prognose von den Fahrern her, also sprich, dass die Fahrer von der Position starten aus. Ja, der Strom kommt aus Österreich. Weil die 1 und 2. Kann natürlich mal sein. Heutzutage weiß man es nicht. Aber kein Problem. Bis jetzt war es ein sehr, sehr spannendes Rennen. Müssen die Position noch einstellen. Gut. Das nur für den Chat. Aber da kann ja jeder Fahrer in den Chat reinschreiben, welche Position er gehabt hat. So ist es, glaube ich, für den KC am einfachsten. Sorry, musste sein. Aha. Er sieht, das geht man irgendwann zurück, oder? 11. Sehr gut. Kannst du mal, schreibt es mal alle in den Chat. Soweit, im Endeffekt, wer von den Fahrern dabei ist, könnt ihr ja alle mal eure Position in den Chat schreiben. Wäre, glaube ich, ganz gut. So kannst es KC dann auch gleich anschauen.
Wenn wir mal gucken, ob die Lobby schon aufgebaut ist. Wenn nicht, wart mal noch eine Sekunde. Für die Neuankömmlinge, wir fahren Gruppe 4. Morgen Abend haben leider einen Stromausfall gehabt. Machen jetzt noch mal eine halbe Stunde, hängen wir noch mal dran. Und dann hängen wir das doch relativ schnell gewuppt. Für die. Habe auf 2. Ich glaube, Drache war auf 1. Jupp. Das glaube ich auch. Bringen wir alle bei CT rein. Überraschen ihn. Aber ist auch gut, wenn es wieder mal deiner normalen Arbeit nachgehen kannst, Marcel. Und wieder mal anderen Dingen widmen. Uhr 30. Die Frisur hält. Bei Wetter. So, meine Tastatur will aber nicht, aber. Jo, eins haben wir gesehen. Warte nur auf euch, da reinspringen können. Soll aber, denke ich, dann auch Problem sein. Wie war euer Montagabend? Habt ihr das gut überstanden oder habt ihr Urlaub? Habt ihr frei? Habt ihr Spätschicht gehabt oder wie ist bei euch so die Lage? Ich habe mit meinem Patenkind geschrieben, hat sie gemeint, sie hat drei Wochen Ferien. Ich so, kannst du mir eine Woche abgeben? Habe ich in der Woche Urlaub? Nee, das passt schon. Ich so, schön. Vielen Dank, Patenkind. Bist du sehr, sehr nett zu mir. Hatte Spätschicht. Naja, bist du rechtzeitig da, warst du, ne? Stimmt, einer muss ja das Männchen des Knoppers vor die Nase halten, dass der auch mal richtig funktioniert, der Kerl. Also, ich sehe noch keine Lobby, aber der Casey wird gleich reinschreiben. Dann soweit ist. Aber ab Donnerstag, Ulle, das ist sehr, sehr schön. Wie lange hast du denn Wasser? Und geht's weg? Oder bleibt ihr zu Hause? Simon, geht's weiter? Gut. Danke dir für die Rückmeldung. Ab Donnerstag Urlaub, 3 Tage. Okay, also bist du auch jemand, der wo am Wochenende arbeiten muss? Ganze Straße war dunkel. Ja, gut. Dann Unwetter, Blitz eingeschlagen, Bauarbeiter, irgendwo was kappt, irgendeine Sicherung gezogen. Jo. Okay. Ja. Wenn man am Wochenende arbeitet, also gut, ich muss ja auch mal am Wochenende arbeiten, das ist aber wenn dann nur samstags, einen halben Tag. Aber es gibt ja viele Leute und die ja Samstag und Sonntag arbeiten müssen und dementsprechend halt unter der Woche dann frei haben. Ab Freitag auch 3 Tage frei für uns. Der Jürgen hat Zeit. Der kann sogar mit Blaulicht kommen. Naja, wenn es etwas schneller gehen muss. Dann heißt der Düter da, der Aussätzige. So, ich sehe eine Lobby. Werden wir doch mal hineinstürmen. Open, habe ich gesehen. Danke, Irremythos. Vielen Dank.
Snake gehen muss, Jürgen? Hast du einen Einsatz gehabt? Einsatz hin für wen? So, Della, die ersten Fahrer kommen. 30 Minuten Rennen ist eingestellt. Jetzt muss gleich noch der KC die Fahrer in die richtige Position bringen. Und dann machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Als wäre nichts gewesen. Das war aber eine sehr schöne... Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns alle Mühe gegeben, dass das so schön über die Bühne... Wir haben bis jetzt alles dabei gehabt. Das war für, aber KC, vielleicht war auch der Regen dran schuld, dass die Lobby zusammengebrochen ist. Das Wetter hat deine Leitung nicht verkraftet. Schieben sie jetzt einfach auf das Wetter in Österreich. Also Jürgen, bist ja du wieder dran schuld. Ja? Aber nur noch ein Blinkerlicht auf dem Kopf. Ja. Könnte man machen. Das ist richtig. Er muss ja schuld sein. Und wenn, dann war es wieder der dicke Bulle. Ihr habt es gesehen? Er hat es jetzt zugegeben, ne? Wir sind ja zu Gast bei euch. Also der Gastgeber, ja, können wir denn dafür? Also Jürgen, du bist nicht zurück, du bist nur klein für deine Körperfülle. Hat mir auch, ne? Ah, ich habe es gelesen. Mhm. Okay. Was hat's gelesen? Ei? So, Mai. Hä? Was ist hier Mai? Helf mir bitte auf die Sprünge, ich bin alt. Komme ich leider nicht. Gut. Weil auch da sind. Ja, das ist gut. Nee, Jürgen, ich bin leider nicht am Ring. Ja, das macht er gerade schon. Als Wagen sind. Nee, ich habe, das hast du gesagt, ne? Ich habe nur gesagt, dass du zu klein bist für deine... Denkst du, ich habe Angst vor dir? Nee.
So, Herr Casey, wie schaut's aus? Ich denke mal, Casey macht jetzt noch die Aufstellung oder Fakt im Hintergrund. Na? Oder Casey, willst du die Aufstellung haben? Können wir dich unterstützen? Ne? Die anderen stehen in der Box im Augenblick. Aber einer fehlt doch noch, oder? Einer fehlt noch. Palim, palim. Jo. Kommen Sie hin, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschießen wie nebenan. Eine Tüte Pommes, bitte. Speisekarte sollte man auch richtig schreiben. Also bedient euch, wenn ihr was wollt. Und wenn ihr noch Bock habt oder ihr Lust habt, bei der KW mitzufahren, dann einfach hier am Link quasi beteiligen. Bratwurst, ja. Außer wir zeigen Bratwurst, genau. Wasser nimmt sich schon mal eine. Ja, könnt ihr euch gerne anmelden, wenn euch interessiert. Es wird abwechselnd Gruppe 3, Gruppe 4 gefahren. Genau. Jörn nimmt sich auch noch vor seinem Stream ein kühles Hopfengetränk zu sich. Aber was jetzt? Übertreibst du beim Kaffee, ne? Kannst nachts nicht schlafen. Dann muss der Thomas dich wieder beruhigen. So, allen Sektor 2, liebe Freunde. Und dann haben wir noch 30 Minuten. Noch kann ich, okay. So, alle Sektor 2, bitte stehen bleiben. Kaffee geht immer. Bei mir zwar auch, aber irgendwann. Ich trinke meinen letzten in der Regel spätestens um 17 Uhr. Oder spätestens. Spätestens sollte man eigentlich den letzten um 4 trinken. Da fährt natürlich alle wieder nach Hause. Ja, da draußen haben wir einen Brummkreisel. Den guten Firebeast. Staubt hier etwas die Strecke ein. Bei den Sandspielen. Ja, passiert halt mal. Kann ja kein Mensch was dafür. Die Lobby ist ja gut gelaufen. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Alles neu gemacht. Wir starten nochmal von vorne sozusagen. Halbe Stunde Red Action. Hier Lauf Nummer 3. Teil Nummer 2. Bei Red Bull Ring, kurz Katalle Wittlich. Und los geht's. Ah, kommt der Mythos nicht gut weg. So, jetzt lasst euch ein bisschen Platz, liebe Freunde. Ah ja, da fliegen schon die Fetzen. Und da dreht schon den Robbie Fox und da geht's hier schon zur Sache. Und wir haben Unfälle ohne Ende. Liebe Freunde, wir schalten auch mal durch. Wo ist hier ein Schaden? Gut, sind keine Schäden dabei. Aber Kollege Robbie Fox weiter nach hinten geflogen. Neo auch nicht da. Und das ist natürlich sowas eigentlich. Du bist vorne dabei. Und dann hast du den Restart und wirst leider durchgereicht, weil dein Auto quer zur Straße stand. Ob das ein Rennunfall war, kann ich leider in dem Sinne nicht beurteilen. Das muss, wenn was gewesen ist, natürlich einreichen.
Sache von. Ja. Sache wurde abgeschlossen, ja. Das muss er leider einreichen. Da bin ich leider nicht da drin. Der Host sitzt natürlich im. Sitzt hier mit im Rennboot. Sorry. Ja, Jürgen, gebe ich dir recht. Egal von welchem Team Fan es geht natürlich vor. Ich habe es aber noch gesagt, es war schon beim ersten Mal extrem knapp. Wirklich extrem knapp, dass da was passiert ist. Und jetzt haben wir halt leider den Salat. Und ja, ist natürlich sehr, sehr schade für den Jürgen. Ja, auf jeden Fall war auch der Robifox quer gestanden. Das habe ich noch gesehen. Und beim Kate ist es ja nicht anders. Halbe Stunde haben wir noch. Da geht zwar noch einiges in einer halben Stunde, aber das Problem ist halt, ja, dann haben wir halt genau die gleichen Chancen wie du. Und jetzt hast du, bist halt hinten dran. Ja, und erstmal dies wieder aufzuholen. Jetzt Sache vom Jürgen. Vom Jürgen, sag ich schon. Vom Dirk. Vom Drachen. Sind es halt mal 8 Plätze Unterschied, ne? 9. 9. 1 auf 10. 9. Schade, schade, schade. Da vorne geht es auch hier heiß zu. Weg gegen Kollege Firebeast. Wenn irgendwas sein soll, das müssen die Rennkommission sich natürlich mit auseinandersetzen. Natürlich sehr, sehr schade. Und jetzt haben wir den Modus, ne, der neben Kollegen Firebeast ist. Ah, wo sind wir Zeitstrafe? Deswegen geht KC vorbei und der Leon vorbei. Wie gewonnen, so zerronnen. Der dritte Platz. Da merkt man halt, wenn es wirklich eng ist, dann hast du da wirklich ein Problem, dass du deinen Vorsprung wieder hältst. Gehen wir mal zum Robbie Fox und zum Sama zurück. Drache jetzt auf der 9. Robbie Fox war, glaube ich, auf der 3 oder so. Oder 4. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Haben wir einen Kollegen Newman auf der 12. Position. Ja. Wieder Japan gegen Amerika zweimal. Ah, Zeitstrafe, da hat er Glück gehabt, dass er nicht noch einen Tick näher war, Robert Fox. Sonst hätte es da auch wahrscheinlich gescheppert. Wie beim Polderabend. Das Geschirr natürlich auf dem Boden fällt. Jetzt kommt aber sehr, sehr gut raus, Newman, und ist hier ganz dicht dran am Kumleben Robert Fox. Am Bremsmanöver. Nein, schafft er nicht. Aber auch Sama ist wieder dran. Also, da geht's gleich wieder. Der saugt sich richtig ran mit der Viper. Liebe Freunde, das war nicht das. Das war nicht schön vom Sama. Hat dann leider noch einen mitgegeben. Aber hat dann gewartet und hat den Fehler auch eingesehen. Der gute Sama. Und bleibt quasi dahinter. Natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil er den Platz verloren hat. Jetzt ist er innen drin, ist er wieder dran. Ist natürlich besser, wenn er auf die Rechtskurve zuführt. Der Rechtslenker ist natürlich da schon der Vorteil. So, ein bisschen weit außen fährt der Neo. Dadurch hat der Sama den Vorteil. Auf der 10 haben wir jetzt Robifox. Auf der Nummer 9 unseren Kollegen Drachen, der jetzt dran ist. Dann haben wir auf der 8 den Mythos. Davor haben wir den Watt auf der 7.
da kurz davor den Kollegen Heinz. Schaut schon stark aus, was hier die Jungs hier abgeben. Bin der Vorschlag. Dann mir den Brusner. Der eine Sekunde weg ist vom Kollegen Casey. Casey mit Zeitstrafe. Ich glaube, das... Das würde die meisten aufregen, dass da hier sein Internet weg war. Dasselbe jetzt nochmal machen hat müssen. Und jetzt wir danach jetzt so viel mehr Trouble haben wie vorher. Aber da kannst du nichts machen. Da wollen wir auch KC bestimmt keine Schuld zuweisen, weil er kann ja nichts dafür. Super spannend sein war, so manchmal ist es halt leider so. Da kannst du es leider nicht beeinflussen. 8 Minuten haben wir jetzt quasi im Teil Nummer 2 gefahren, das Rennen auf dem Nürburgring. Und ich glaube, Nürburgring, okay, auf dem Red Bull Ring. Es ist natürlich jetzt schade, weil ich glaube, das Regenrennen, das wäre sowas von cool geworden noch. Das Ganze, jetzt haben wir ja wieder schönes Wetter. Ob da eins immer noch, Kollege Beck. Dann haben wir unser Firebeast und den Leon. Oh, Leon schiebt aber auch sein Porsche von Nord nach West. Im Augenblick der schnellste Mann ist der Firebeast 52.341. Leon war jetzt im Sektor sehr, sehr schnell unterwegs. Hat der Purple Zeit, aber die jetzt noch halten kann, weiß ich nicht. Ey, der schaut aus, als würden die gleich mal ineinander fahren. Ne, hat zu viel Zeit gekostet. Eine halbe Sekunde drauf. Da schiebt ihn ja fast von der Straße, der Kollege Firebeast. Aber er weg, macht die Tür zu. Und jetzt allein ist noch Leon mittendrin, statt nur dabei. Da hat er sich hier ein bisschen breit gemacht, sagen wir so. Was willst denn du mit deinem Mitsubishi? Es ist Porsche-Land. Also, lass mich da vorbei. Na, ich habe Bier im Kofferraum. In dem Fall. Vorne beim Porsche natürlich. Ja, und dann lass mich da mal vorbei. Ich hab's eilig. Halbe Sekunde kann er sich schon wegziehen. Obwohl der Firebeast das bessere Material eigentlich am Start hat gegenüber vom Kollegen Leon. Aber die Zeiten, ne? Letzte war jetzt nicht so toll. Ich glaube, der Leon wird sich gleich die Führung holen. Der ist im Augenblick sehr, sehr gut drauf und er hat hier jetzt schon wieder Purple-Zeit, liebe Freunde. Hat einen Fehler gemacht. Dadurch zieht der gute Firebeast wieder vorbei. Ja, aber überholen ist auch nicht die Fun Engine, ja. So, ich meine mal. Das machen sie aber heute schon das Öfteren. So, Casey hat ein bisschen Abstand.
Und dahinter kommt eine Meute um den Borussen, um den Watt und den Heinz. Ziehen wir mal um den 5-1. Der Watt. So, Wasser. Jetzt deine Entscheidung. Ah, siehst du, da muss das Knoppers noch ein bisschen mehr auf die Nase hinhalten. Watt hat 1 geschnappt. Cool für Watt. Ja, jetzt, Heller. Kommt schon, Jungs. So drin schafft er das nicht hier durch die Kurve. Lass sie nicht ins Boxhorn jagen. Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht, Jungs. Aber man kann ja halt auch einmal die Festivalspiele zu fett machen. Genau. Knoppers vor Dubin. Platz 4 im Augenblick für Thomas. Und die anderen streiten sich dann. KC hat ein bisschen das Nachsehen im Augenblick. Deswegen schauen wir zum KC, der nochmal eine Zeitstrafe hat. Der nimmt sich leider selber aus dem Spiel damit. Oh, beide nehmen sich aus dem Spiel. Das ist doch mal ein geiles Duell. Sehr, sehr gut. Beide mit einer Sekunde Strafe gehabt. Und vorne sagen sich die zwei: Hasta la vista. Ja, ragazzi. Super gemacht, auf jeden Fall. Schön in die Box. Keinen Sprit mehr. Heinz jetzt auf der Position 5. Hat die Weichen drauf. Auch die Weichen hat der Kollege Watt drauf. Hat aber ein bisschen mehr Sprit im Tank. Wir gehen die Reihenfolge nochmal durch für euch. Auf der 1 haben wir unseren Beck. 2 haben wir den Kollegen Feier. Bis dann den Leon dahinter. Leon aber auch, halbe Sekunde Strafe, nimmt sich damit auch selber die Chance aufs Podium. Dann haben wir den Watt auf der 4, 5 haben wir den Heinz. Die 6 hat unser KC, da schaut mal an, hinten nichts mehr drauf, vorne fast nichts mehr drauf an Reifen, aber hinten noch top. Dann haben wir den Drachen auf der 7, kämpft sich so langsam nach vorne. Auf der 8 haben wir den Robbefox, also beide mit großen Fußspuren Richtung Baumarsch, aber Robbefox geht in die Box. Dann haben wir den Drachen, wie gesagt, jetzt ist er vorbei. Newman haben wir auf der 9, auf der 10 haben wir Sama. Auf der 11 kommt Burse, der Eremitus. Wird jetzt raus aus der Box. Da kommen sie jetzt angeflogen, die Jungs. Na, blaue Flagge wird geschwenkt. Ist natürlich jetzt für die anderen nicht so ganz ideal. Aber da müssen sie durch. Da muss er ein bisschen Platz machen. Und das hat er wunderbar gemacht, unser Mythos. Ja, das ist doch geil, liebe Freunde. So muss es sein. Kommst raus, merkst, dass die blaue Flagge bekommst. Fährst einen Tick nach rechts, muss sein Rennen gar nicht kaputt machen. Fährst du weiter. Platz 12 für ihn. Auf Platz 13 haben wir den Neo. Also, jetzt beginnt gleich die heiße Phase. Jetzt gehen sie gleich in die Box. Danach. Die halbe Sekunde zwischen den beiden. Leon ist jetzt 1,6 Sekunden hin und wir haben das Beschleunigungsteil. Jetzt Hella, Kurveninnere haben wir im Augenblick ein Firebeast, der sich jetzt an die Spitze setzt. Ja, psychologisch ganz, ganz wichtig, dass er sich vor der Box vorhin setzt. Falls er doch eine Millisekunde ein bisschen mehr tankt, dass er doch vor ihm in der Box war. Oh, dann nimmt er ja wirklich alles mit. Und der Beck kann noch fahren. Der Beck probiert es noch und schaut, dass es über den längeren Stint quasi jetzt dann vor ihm rauskommt. Albis zeigt, wie man fair überholt. Ja. Dadurch ist jetzt der Watt auf der 2. Also Thomas, gib alles. Der Drache auf der 3. Aber es bleibt nicht so, liebe Zuschauer. Es bleibt nicht so. Gute 15 Minuten haben wir noch zu gehen. KC in der Box, Firebeast in der Box, Heinz in der Box, Leon in der Box, Newman in der Box. Und hier Borussia gegen Robbefox. Beide mit den Weichen rauf, aber super Duell hier. Porsche gegen Mustang. Der eine fährt ein bisschen zu weit, der andere versucht es jetzt innen dran.
Aber der Porsche geht halt untenrum halt extrem gut. Jetzt hat er aber mehr Geschwindigkeit. Jetzt probiert er es auf der langen Geraden. Auf der Start- und Zielgeraden. Anbremsphase vorne, kommt aber schon die Meute. Liebe Freunde, jetzt gibt es hier mal so ein richtiges Knallgas-Finale. Weil jetzt sind sie alle da. Dahinter haben wir den Heinz. Dann haben wir hier KC. Oh, leichtes Geschubse. Ah, ein bisschen zu spät gebremst, der Kollege. Opel Fox könnte ein Tickchen näher dran sein. Ah, zweiter Fehler in Folge. Nicht gut gemacht, verliert ein bisschen Zeit. Der Borussia wird sich denken, muss der vor mir da rauskommen? KC, zu weit. Und mehr Überschuss hat jetzt der Borussia. Jetzt kann er vorbeigehen. Er setzt schon an. Vielleicht ein Tick zu früh. Schauen wir mal. Borussia ist noch dahinter. Jetzt ist er davor. Und Anbremsphase. Und mit Feindberührung. Beide mit Feindberührung. Aber er kann sein Fahrzeug stabil halten. Der Drache wird jetzt hier bedrängt von allen. Drache auf der 6. Macht jetzt aber die Tür zu weit auf. Kann aber trotzdem vor den Jungs bleiben. Platz 6. Jetzt Allah macht die Tür zu. Drache. Ja, aber der Borussia ist eben dran. Jetzt Allah. Borussia ist nebendran. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht von KC auch noch gepackt wird. Hier geht's aber zu wie auf dem Basar, liebe Freunde. Was für zwei Kämpfe haben wir denn? Robin Fox denkt sich auch, ich will auch mitspielen. Lass mich doch auch mit. Servus, Vegan Rider. Wir gehen nochmal die gleich durch die Reihenfolge, nachdem sie auf der Start- und Ziellinie waren. Gehen wir gleich nochmal durch. Komm, doch jetzt hier. Hey, sie kämpft nämlich auch wie so ein Weltmeister. Also da muss man wirklich aufpassen. Nee. Wir haben leider ein Problem gehabt an den Stromausfalls, Lord. Und deswegen haben wir erst Runde 19. Weg, neue Lobby. Ja, das weiß ich. Ja? Nee, war leider Strom weg, deswegen neue Lobby. Noch mal eine halbe Stunde dran gehängt. Und danach werden wir auch gleich zu Split 1 River Raiden. So, Firebeast haben wir auf der 1. Weg auf der 2. Leon haben wir auf der 3. Watt auf der 4 mit Zeitstrafe. Thomas, warum? Macht es. Ja, wenn einer in der Straße seine Sachen nicht bezahlt hat, hängen halt die anderen mit dran, leider. Ne? Dann haben wir New Man auf der 5. Auf der 6 haben wir den Borussen, auf der 7 quasi den Drachen, auf der 8 KC. Robert Fox auf der 9. Auf der 10 haben wir den Heinz. Auf der 11 haben wir den Mythos, den Sama auf der 12 und unseren Neo auf der Nummer 13. Komm, weiterfahren, kämpfen. Jungs, wir müssen aber hier bleiben, weil da will keiner dem anderen Windschatten geben. Aber irgendwie gibt irgendjemand immer irgendjemand Windschatten. Bin auch rüber. Jo, alles klar, Kate. Bis gleich. Etala, Robin Fox gegen KC. Kriegst du aus? Komm, uns heiß. Drache wünscht euch Glück. Bis dann. An Bremsverhalten. Er versucht nämlich dein Möglichstes.
geht er raus, liebe Freunde. Das war ganz, ganz gefährliches Spiel hier. Das ist natürlich nach ganz zum Geschmack. Ne, oder mal wieder was. Es ist ganz zum Geschmack für. Es spricht ganz einfach für einen Kollegen Drachen. Sagen wir so. Ganz nach dem Geschmack. Warum was? Vom Drachen, dass sich die drei hier und die zwei immer wieder mal so belästigen, kann man schon so sagen. Ne? Und dann kann der Drache gut wegfahren. Also, gutes Ergebnis für Jungs im Augenblick von Bonsai. Hat er wirklich nicht zu vergessen, auch hier mit Newman und Kollege KC. Leon auch noch natürlich, KW. Und jetzt 2,2 Sekunden. Der weg vom Feier. Letzter Mann im Augenblick, unser Feier. Feier bis 52,3,4,1 mit Platz heute. Eine Sekunde hat er Sama. Strafe. Hat ein bisschen zu viel gecuttet wahrscheinlich. Deswegen wird er dann oder ein bisschen zu weit rausgefahren sein. Also nicht ganz sauber gefahren sein. Dementsprechend hat er jetzt die Zeitstrafe. Ist aber schnell wieder abgebaut. Verliert zwar gut 3 Sekunden, aber es geht eigentlich. So, irre Mythos. Echt konstant, der Mann. Muss man schon sagen. 53er Zeit im Schnitt eigentlich. Platz 9 für den Heinz. Er ist jetzt auf der 8. Muss ein bisschen Luft lassen. Auch Kollege Robbebox. Und der Drache. Und Newman. Halt, Robbebox und der Kollege Drache hier im Infight. Persönliche Bestzeit, Runde 24 für Robbie Fox. Dankeschön, Lars. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Robbie Fox musste ein bisschen abreißen lassen. Drache jetzt eine gute Sekunde weg. Wir haben noch gute 5 Minuten. 52,547. Schnellste Zeit vom Kollegen Drachen. Geht da noch was? Wir sind noch auf. Die beste Zeit von 52,341 ist nicht so weit weg, Drache. Also komm, lass fliegen. Oder behält bis zum Ende der Kollege Firebeast die schnellste Runde. Gut durchgekommen. Herzeler, gibt es auf jeden Fall eine Zeitverbesserung, ja oder nein? Und es gibt eine Zeitverbesserung, eine 52,481, aber immer noch nicht die schnellste Zeit. Die hat immer noch der Firebeast. So, Newman, der kriegt langsam Druck. Von den beiden. Nur noch 0,6 Sekunden. Obwohl Drache sich so ein bisschen jetzt vom Robbie Fox lösen kann. Wir sehen im Rückspiegel. Rechte Seite. Fahren mal mit die Runde. Beim Kollegen Newman. Da ist mein Schuh. Schuh verloren gegangen unter der Fahrt. 0,5 Sekunden nur noch. Was heißt das für beim Drachen? Warum denn? Jetzt hätte er doch fast gepackt und jetzt hat er die Zeitstrafe. Das ist natürlich der Vorteil für den Kollegen Robbie Fox. Der wird definitiv den Platz gewinnen. Vielleicht sogar 2.
Jetzt wird er gleich nach rechts rüber gehen, der Kollege. Oder bleibt er links? Nein. Rechts. Ja. Platzverlust leider für den Drachen. Würde sich trotzdem ärgern. Bin mal ganz ehrlich. Der hätte vielleicht das Ding heute nach Hause gefahren. Aber das da willst du gar nicht drüber nachdenken. Was wäre, wenn und weiter. Und so weiter. Eine Sekunde. Nur noch das Biest vom Beck. Leon, 8,1 Sekunden dahinter. Er muss aufpassen. Nicht, dass der Buddy ihn noch bekommt. Gute 3 Minuten haben wir noch zu gehen. 30 Minuten haben wir eingestellt. Da kann noch was gehen für ein Watt. Wasser schmeißt noch ein größeres Schnurrbart raus. Als Belohnung. Und jetzt sind wir hier auf Purple-Zeit, liebe Freunde. Purple-Zeit, der gute Thomas auf Purple-Zeit. Der Lexus funktioniert heute 1A. Jetzt muss er die letzten 2 Kurven hier noch ideal bekommen. Dann haben wir. Und ein Mann ein Wort und die Frau schmeißt das nächste Knobbers aus. Jetzt, da kommt Thomas. Hol dir die Bestzeit. Schaut sehr, sehr gut aus. Jetzt den Windschatten noch mitnehmen vom Kollegen Leon. Und nein! Schade. Nicht die Bestzeit. Aber 52,693 hat er nochmal verloren. Aber er ist dran. Halbe Sekunde hat er noch. Da muss noch was gehen. Und das ist die Chance für den Thomas. Das ist die Chance für den Watt. 1,5 Sekunden Strafe, liebe Freunde, hat der Leon sich selber auferlegt. Und das ist wahrscheinlich der vierte Platz wahrscheinlich. Komm, Thomas, nicht abreißen lassen. Trotzdem, dran genug, dranbleiben. Bleib dran, jetzt geht er nach rechts rüber. Jetzt zieht er mit seinem Lexus. Und jetzt läuft die Zeit gegen den Leon. Und die Sanduhr tickt langsam. Es läuft langsam. Und er denkt so, Mann. Boah. Ja, und jetzt muss er einen Kühlkopf bewahren. Jetzt muss er einen Kuhwe. Hast du noch einen Tupfer da, Wasser? Hast du noch einen Tupfer da? Kannst du noch ein bisschen über die Stirn abreiben, dass er da nicht in Schwitzen kommt, der alte Mann? Wir gehen die Reihenfolge nochmal durch. Auf der 1. Na, Beck auf der 2. Ja, hab ich. Bitte, tupf ihn nochmal ab. So, Thomas, auf der 3. Kann sich jetzt wegziehen. Und die 4. Drache ist der 5. Zeitstrafe. Halbe Sekunde. Komm, zieh. Vielleicht kannst du es noch finden. Vielleicht. Eine Minute haben wir da noch. Hast noch eine Runde. Gib alles. Hobbybox auch für dich natürlich. Gib alles. So, jetzt beginnt die Aufholjagd. Vom Jäger zum Gejagten. Dann haben wir Casey auf der 7. 8 haben wir Newman. Zeitstrafe. Zack. 1 vorbei. Auf der 9 der Borussia. Die 10 haben wir Sama. 11 haben wir Sama. 12 haben wir den Kollegen Mythos. 13 Neo. Wie schaut's vorne aus? Jetzt haben wir hier den wirklich Kampf bis zum Schluss. Beim Watt schaut's gut aus. Wie schaut's aus beim Robin Fox und beim Kollegen? Ich dachte, da ist noch nichts zu Ende. Auch hier bei den beiden. Da gehen wir noch eine Runde sogar. Da haben wir sogar noch eine Runde. Oder? Könnte? Ja, er wird zufrieden sein. Er will nicht mehr. Oder? Doch, er muss nochmal. Er muss. Er spart Sprit. Er spart doch Sprit, Freunde. Letzte Runde. Der Thomas hat die Chance sogar noch aufs Podium. Also hat das Podium. 2. Platz für ihn. Leon wird 3. Aber jetzt. 3. wird der Watt. 4. wird Leon. 5. Robbefox. Leider für den Drachen nicht mehr gelangt. Platz Nummer 6. Casey wird 7. 8. haben wir den 1. 9. Newman. Hose kommt hier rüber. Platz Nummer 10. Jo. 11. wird Summer. Dann der Mutus ist schon abgeschunken, auch Neon ist schon abgewunken. Und jetzt hier Pech mit der Beck hier auf die 1, der Fire Beast auf der 2. Super gemacht, Watt auf der 3, Leon haben wir auf der 4. Freunde, ich würde mal sagen, das ist mal so ein Rennen gewesen, wo du eigentlich gerne möchtest. Da alles drin ist, war schon geil. Beide Start war fürchterlich, da
ein Gefühl mehr gehabt für die SGW. Da gebe ich dir recht, Robert Box. Einen Plätzchen nach vorne für ein Back, aber trotzdem super gekämpft, super stark. War gut gemacht trotzdem. Schade natürlich für die Jungs. Ganze schade, schade. Zu viele Strafendrache, ja. Aber trotzdem kann man damit zufrieden sein, was man abgeliefert hat. Man muss es leider nehmen, wie es kommt. Man kann es ja leider jetzt eh nicht mehr in. Außer man reicht es halt ein. Also, Beck, Beckhofen auf die 1, 52. Sekunden, 4, 3, 6. 30 Minuten und 47. Dann haben wir schnellste Runde, haben wir vom Fire gehabt. 52, 3, 4, 1. Platz Nummer 3 für ein Watt. Hier haben wir beim Leon. Robby Fox ist 5. geworden, der Drache ist 6. KC ist 7. geworden, Heinz ist 8. 9 ist Newman, 10 haben wir den Borussen, auf die 11 haben wir den Sama, auf der 12 den Bus und auf der 10 den Neo. Diesmal gibt es eine Meinung von mir. Jo, glaube ich dir. Jo, Heinz. Ich sage euch, es war trotzdem sehr, sehr spannend. Über das Rennen können wir uns echt nicht beschweren. Es hat alles gehalten. Gut, die Lobby ist halt einmal wegen dem Strom weg gewesen, aber wir hatten keine Springer, keine Hupfer, wir hatten keine Kangaroos da. Das war schon mal richtig, richtig gut. Ja, vielleicht wird es jetzt auch langsam, dass wir mal wieder mal eine Rückblende bekommen und dementsprechend gehen wir mal in die Endszene rein. Danke für Vasa, für Aussetzger und für den Flucker, für die Bits. Und danke auch natürlich auch an Caterblade, der im Hintergrund gearbeitet hat. So, liebe Freunde, das war's von mir. Wir gehen mal den Raid fertig machen. Und da gehen wir dann. Der macht ja heute. Uno. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber, sagen erstmal Hello again. Ne? Und dann sehen wir uns wieder am Mittwochnachmittag. Mittwochnachmittag nicht vergessen, ich werde eine Runde Anno 1800 spielen bei mir auf dem Kanal. 15 Uhr geht es los. In diesem Sinne, machen wir den Raid fertig. In diesem Sinne. Ja, gehen wir und.